Tagesordnungspunkt 19.6. Hier geht es um effektives Verwaltungsmanagement im Kontext Asyl und Migration. Auch hier Einreicher AfD-Fraktion. Gleichzeitig hat sie einen Ersetzungsantrag vorgelegt. Und ich denke, der optimalen Behandlung wäre es sinnvoll, den jetzt uns vorzustellen und einzubringen. Bitte schön, Frau Walter. Schön. Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unter Ihrer Hoheit, Herr Hilbert, ist es in der Verwaltung mittlerweile ja generell Usus geworden, die Mitglieder des Dresdner Stadtrates per Presse über jegliche Vorhaben zu informieren, die für die Stadtpolitik und für die Bürgerschaft von prägendem Charakter sind. Bei den wie Pilzen aus den Boden schießenden Asylunterkünften war das nicht anders. Mitte Januar diesen Jahres erfuhren die Dresdner Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie wir Stadträte, aus der Presse und von den Plänen der Verwaltung zur Anmietung der Cityherberge für die Unterbringung von Asylbewerbern. Auch wurde da schon auf den Gängen des Rathauses gemunkelt, da kommt noch mehr. Wir reichten daraufhin am 8. Februar letzten Jahres unseren ersten Antrag zum Thema effektives Verwaltungsmanagement im Kontext Asyl und Migration ein, den wir ja heute in der Fassung des Ersetzungsantrages vom 6.9.23 zur Abstimmung bringen. In Punkt 1 möchten wir Sie gern dabei unterstützen, Ihre Informationspflicht nach § 52 Absatz 5 der Sächsischen Gemeindeordnung allen Stadträten gegenüber künftig in einer besser dafür geeigneten Weise nachzukommen, als sich dafür der überwiegende Mehrheitsbesitz der SPD befindlichen Dresdner Presselandschaft zu bedienen. Geeignete und in der Corona-Krise schon erprobte Mittel sind dafür beispielsweise Tagesbriefe oder zusätzliche Informationsangebote an die Fraktionen über den Ältestenrat. Auch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe bestehend aus, das stört mich schon lange nicht mehr, auf dem Ohr bin ich allmählich taub. Auch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe bestehend aus Verwaltungs- und Ratsvertretern wäre eine sinnvolle Maßnahme gewesen, um sich frühzeitig im gemeinsamen Austausch zu Herausforderungen und Lösungen zu verständigen. Unser Punkt 2 beinhaltet nichts weiter, als eine Selbstverständlichkeit festzuschreiben, nämlich den Monatsbericht Asyl und Flüchtlinge, das sogenannte Asylmonitoring, also die Zahlen und Prognosen als Basis zur Krisenbewertung, den Stadträten regelmäßig in jeder regulären Sitzung und im Ausschuss Soziales und Wohnen zur Verfügung zu stellen. Das Rechtsamt der Stadt Dresden argumentierte dazu im März, diesen Punkt zu beschließen, wäre nicht nötig, denn die Verwaltung hätte dies ja bereits zugesagt und das wäre auch über die Informationspflicht geregelt. Nun ja, die Praxis sieht anders aus. In den letzten 5 regulären Sitzungen des Sozialausschusses innerhalb der letzten 6 Monate lag der Bericht nur 2-mal vor. Zudem möchten wir aber auch bewirken, dass dieser Bericht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Es gibt ja hier Fraktionen, die sind ja sehr für transparent und sollten das ja nur begrüßen. Punkt 3 sollte die frühzeitige Einbindung der Ortschaften und Stadtbezirke sichern. Das Rechtsamt hat dazu offensichtlich unwissend über die tatsächliche restriktive Informationspolitik der Stadtverwaltung lapidar festgestellt, eine Einbeziehung der Stadtbezirksamtsleiter und Ortschaften erfolgt bei der Planung für Unterbringungskapazitäten bereits ausreichend. Herr Hilbert, sprechen Sie doch mal mit diesen. Die Realität ist, dass diese genauso überfahren werden wie wir. In Punkt 4 wollen wir etwas aus meiner Sicht völlig Normales verankern, nämlich Einwohnerversammlungen durchzuführen, und zwar vor der Beschlussfassung im Stadtrat, bei der Einrichtung neuer Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende, die länger als 6 Monate vor Ort sind. Punkt 5 sieht eine Verstärkung der Rückkehrberatung vor. Auch völlig unnötig geht es nach der Aussage des Rechtsamts, da schon eine ausreichende Arbeit in der Verwaltung geleistet wird. Sie hatten ja bis zur Vorlage des Antrags heute hier in den letzten Monaten viel Zeit und es wäre die Möglichkeit gewesen, dazu im Sozialausschuss zu berichten. Ist bisher nicht passiert. Punkt 6. Selbstverständlich und auf dem Boden des Grundgesetzes stehend setzen wir uns für die Entlastung. Ihr braucht gar nicht grinsen, weil ihr gar keine Ahnung habt. So, doch, doch, mehr als ihr, weil ich weiß, wo ich bin und ich habe den Vergleich zu vorher.
Aber da seid ihr weit weg, weil ihr nur jeden Tag vollgeholzt wird mit Sachen. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte frei denken. So. Wohlgemerkt, selbstverständlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, setzen wir uns für eine Entlastung der Dresdnerinnen und Dresdner ein, indem wir sie bitten, sich für eine rasche Abschiebung der sich in Dresden aufhalten vollziehbar ausreisepflichtigen Personen einsetzen. Wohlgemerkt ist unser Antrag schon ein Jahr. 5 Minuten, staune. Okay, viel hätte in dieser Zeit getan werden können. Herr Hilbert, Sie selbst fassen das, was daraus geworden ist, wie folgt zusammen. Die Situation ist für die Kommunen unzumutbar geworden. Die Kosten für Soziales explodieren. Wir müssen Jahr für Jahr 100 Millionen Euro mehr einplanen, so auch 2024. Die Finanzierung des ÖPNV ist nicht auskömmlich. Im Gesundheitssystem gibt es nicht nur im Hinblick auf die Entwicklung bei den Krankenhauskosten eine finanzielle Dramatik. Wir müssen es ändern und lassen Sie uns von daher, ist ein kurzer Satz am Ende, fangen wir an, Vernunft vor Ideologie zu setzen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Diskussion. Gibt es Wortmeldung? Bitte schön, Frau Mühle. Und dann Herr Dr. Brauns. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe StadträtInnen der demokratischen Fraktion, liebe ZuschauerInnen, ich mache es relativ kurz. Die AfD hat hier noch zwei Anträge zum Thema Asyl. Der, den wir jetzt hier hatten, der war zuerst in Teilen rechtswidrig, unbestimmt und schon erledigt. Und auch mit Ihrem Ersetzungsantrag ist das nicht viel besser geworden. Und Sie stellen diese Anträge auch nicht, weil Ihnen irgendwie die Menschen wichtig sind, sondern weil Sie dieses Thema Migration und Asyl brauchen, weil Sie damit die Angst schüren, weil Sie sich von dieser Angst ernähren, genau der, die Sie selbst schüren, weil Sie Schwache gegen noch Schwächere ausspielen. Nur deswegen stellen Sie ja diese Anträge und wir lehnen das selbstverständlich ab. Herr Dr. Brauns. Platz ausmachen. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, selbst wenn man mal unterstellen wollte, das, was Frau Walter gesagt hat, würde stimmen, dann ist zur Abhilfe das, was sie an weiteren Gremien vorschlägt und weiteren Gesprächsrunden und sonst was, vollkommen unbehelflich. Allein schon deswegen muss man den Antrag ablehnen. Und im Übrigen hat, glaube ich, niemand von uns festgestellt, dass die Informationspolitik jedenfalls in den letzten Monaten, die wir im Sozialausschuss haben, unzureichend wäre. Die Informationen und die Diskussionsmöglichkeiten da langen völlig aus, um allen unseren Informationsbedürfnissen Genüge zu tun. Deswegen lehnen auch wir diesen Antrag ab. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Schlusswort? Beides nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst einen Ersetzungsantrag. Bekommt er keine Mehrheit, stimmen wir dann über einen negativen federführendes Ausschussvotum ab. Und wenn es auch keine Mehrheit hat, dann über den Antrag. So, wer dem Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Enthaltung, damit hat es keine Mehrheit gefunden. Und jetzt steht der negative federführende Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Keine Enthaltung. Damit ist der Ausschussbericht angenommen und hat der Antrag abgelehnt. Bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir sind bei 19.8, digitale Stadtpolitik.